vielen Dank, Freunde. Übrigens, auch die Kuh hat natürlich eine Duo-Band. Und das Tolle beim Duo-Up sind die mehrstimmigen Gesänge. Man hört die vielleicht gar nicht immer so gut, wenn die Band so laut spielt. Vielleicht machen wir mal einen sehr reduzierten Song. Nur ein bisschen Klavier. Nur Klavier. Hast du ganz gut? Ja. Ein Schluck, das muss man jetzt auch wieder Lichtenauer. So, wir nehmen Aufstellung. So, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Den Song, den muss man einfach normalerweise bei Mondlicht machen, bei der richtigen Atmosphäre. Deswegen müssen wir improvisieren. Ihr macht jetzt alle die Augen zu. Macht die Augen zu. Nee, du stellst immer ganz vorne hin, guckst mich an, dann bin ich immer so nervös und sag dann, nein, ich halte mich richtig im Hintergrund. Da versprichst du das, ja, ganz hinten. Aber kannst du rübertreiben. Jetzt treibst du nochmal ab. Dann machen wir gleich mal eine kleine Pause. Bevor wir das aber tun, wollen wir nochmal mit euch zusammen ein bisschen gucken, dass Leipzig in Partystimmung kommt. Ein Wahnsinnswochenende liegt vor euch. Wir haben Rave Gothic Treffen und Leipziger Stadtfest. Also das ist der Hammer. Und dazu wollen wir einen Song spielen, der wurde aufgenommen von dir in den Bellmans bei einem legendären Reunion-Konzert in einer Stadt, die heißt New York. Das ist so ähnlich wie Leipzig, nicht ganz so schön und ein bisschen weit weg. Und dort im Madison Square Garden haben sie gespielt und einen Song zum Besten gegeben, wo 10.000 Menschen den Rhythmus mitgeklatscht haben. Das heißt, ihr müsst jetzt mehrstimmig klatschen, 10.000 sind wir nicht, wir sind maximal. Das schafft ihr locker. Ja, lass es mal. Ja, doch. Also das sind sie auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind wir genug Leute, damit das funzt. Deswegen bitten wir euch jetzt nochmal um zwei Hände pro Person. Für die Ruby Babies.